Abraham, ein Auferstehungsglaube. Also der Abraham hat eigentlich einen ganz besonderen Glauben gehabt, einen außerordentlichen Glauben auch, der ihn wirklich zu einem Glaubensvater auch macht. Wir kommen da gleich noch zu. Der Abraham hat an die Auferstehung geglaubt, ja. Und das sieht man auch im Text, aber man sieht das nur, wenn man genau hinschaut. Wenn man oberflächlich liest, sieht man das nicht. Aber wenn man ein bisschen tiefer hinschaut, und der Paulus hilft uns dabei, dann sieht man, dass der Abraham geglaubt hat, dass Gott den Isaak wieder auferwecken würde. Ja? Ich habe euch ein bisschen Geografie mitgebracht, dass man mal so sehen kann, woher der Abraham kommt. Also der ist in Ur in Chaldäa losgezogen und dann wohl immer irgendwie an den Flüssen entlang, also hier hoch nach Haran, da ist er ein bisschen verharrt und dann ist er herunter ins gelobte Land gezogen. Manche sagen, dass der Abraham von diesem Ur hier oben gekommen ist und nicht von dem, weil in der Bibel ja steht, er kommt von jenseits des Jordans, von Israel aus gesehen. Und dieses Ur liegt diesseits des Jordans, vom Euphrat, Entschuldigung. Also Abraham kam von jenseits des Euphrat, ja, und dieses Ur der Chaldäer lag hier unten. Und es gibt neuere Forschungen, die sagen, dass das hier oben gewesen ist und dass er von Ur hier entlang gelaufen ist und hier runter und da in Haran geblieben ist und bis Tara verstorben ist und dann hier runtergegangen ist ins gelobte Land. Aber klingt erstmal unwahrscheinlich, ich habe ein bisschen nachgelesen, ich fand das interessant, weil es sehr, sehr viele Hinweise dort in der Gegend auch gibt, dass Abraham wohl dort gelebt hat. Aber haben wir jetzt nicht die Zeit, darauf einzugehen. Das ist die erste Station, die Abraham hat, als er nach ins gelobte Land kommt, Sichem. Ja, und hier baut auch Abraham Gott einen Altar. Und seine zweite Station, oder ich sag mal, dann zieht er weiter durchs Land hier, dann seine Ausflug hier nach Ägypten, über Gerar wieder zurück und dann irgendwann auch hier runter. Lot trennt sich dann ja auch von ihm und in Bethel bekommt er eine ganz besondere Verheißung. Und zum Schluss stirbt er dann in Hebron und dort ist auch sein Grab. Habe ich euch auch ein Bild mitgebracht. So sieht es heute aus, das Grab Abrahams in Hebron, Grab der Patriarchen. Das ist die Innenseite, da ist er drin, der Abraham. Sind noch mehr Leute drin begraben, ein Teil ist muslimisch und ein Teil ist jüdisch. Gibt es auch einen Plan, so einen Grundriss, ja, alles was grün ist, ist muslimisch. Alles, was violett ist, ist jüdisch. Das heißt, die haben auch hier zwei Eingänge. Hier dürfen die Muslime rein. Ja, die halten sich dann hier hinten auf und können hierüber dann zum Abraham. Und hier kommen die Juden rein und die sind dann in dem Bereich. Abraham, Sarah, Lea, Jakob sind dort wohl begraben. Ja. Abraham, Vater dreier monotheistischen Religionen, so wird er zumindest verwendet von vielen, ja, von den Muslimen ja auch. Das hat jemand auf dem Geburtstag gesagt. Auf dem Geburtstag ist mal jemand, ein älterer Mann, gefragt worden, ob er noch ein Wort hat, bevor die Geburtstagsgemeinde sich auflöst. Da haben sie gesagt, Onkel Willi, hast du noch ein Wort an uns? Dann ist der Onkel Willi aufgestanden und hat das hier gesagt. Abraham folgte Gott nach, Lot folgte Abraham nach. Das ist ein Unterschied. Ja, einer ist Gott nachgefolgt, der andere ist Menschen nachgefolgt. Ja, also das ist ein echter Unterschied. Dann hat Onkel Willi sich wieder gesetzt, da war aber dann auch alles gesagt. Das finde ich toll, ja, wenn jemand sich so knapp und kurz ausdrücken kann und die Dinge so trifft. Da muss er drüber nachgedacht haben, ja, sonst kann man so Worte nicht sagen an der Geburtstagsfeier und das muss auch irgendwie lebendig in ihm gewesen sein, ja. Also das fand ich sehr, habe ich gedacht, gebe ich euch mal mit, habe ich vor 35 Jahren gehört und habe es nicht vergessen. Landverheißung. Das lesen wir mal, und zwar bekommt Abraham die Verheißung, dass das Land sein würde, ihm sein würde, in 1. Mose 12. Die Verheißung, dass er der Welterbe sein würde, kriegt er in 1. Mose 13. 1. Mose 14 kommt Lots Abfall, Abraham befreit ihn und Abraham gibt den 10. Teil der Beute an Melchisedek. Und dann kommt in Kapitel 15 die Verheißung der Glaubensgerechtigkeit, praktisch die Verheißung, ewiges Land einzunehmen. Das ist in Kapitel 15. Und die schauen wir uns mal ein bisschen an, dass wir so ein bisschen auch Bibeltext haben. 1. Mose 12 fangen wir mal an.
Also nahm Abraham, da heißt er noch Abraham, noch nicht Abraham, ja. Da nahm Abraham sein Weib Sarai und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Seelen, die sie erworben hatten, in Haran. Da hat er ein bisschen Zeit verloren, wenn man so sagen will, ja. In Haran ist er gewesen und ist dann dort von dort losgezogen. Und sie zogen aus zu reisen in das Land Kanaan. Und als sie gekommen waren in dasselbe Land, zog Abraham durch bis an die Städte Sichem. Das haben wir eben gesehen. Das war seine erste Station im gelobten Land. Und an den Hain More. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinem Samen, deinem Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute da selbst einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Also in Sichem bekommt Abraham die Verheißung, dass dieses Land Israel ihm und seinen Nachkommen gehören wird. Ja? Dann kommt die Verheißung, dass Abraham der Welterbe sein würde. 1. Mose 13. Und der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte, ja, Lot hat ja die fruchtbare Ebene gewählt und Abraham hat diese karstigen Berge bekommen, wenn man so sagen will, die blieben übrig für ihn. Und ich denke oft, das war eine große Glaubensprüfung für den Abraham, auch für die Leute, die mit dem Abraham waren. Der Abraham war ja der Ältere. Und der sagt zu Lot, wähl du. Und der Lot sagt, ist ja klar, wenn ich wähle. Ich will das grüne, fruchtbare Land. Damals war der Tote Meer noch fruchtbar und warm und ja, Sodom war dort und war eine tolle Gegend, ja, mit viel Luxus. Und dann gibt der Abraham ihm das zu und der Lot zieht nach Sodom und Abraham zieht auf die kargen Berge rauf. Und ich denke mir oft, was haben die Hirten von dem Abraham gesagt? Die haben gesagt, Abraham, bist du wahnsinnig? Du bist doch der Onkel, das ist dein Neffe. Du hast das Recht, hier zu wählen. Ja? Weißt du, was passiert, wenn wir mit unseren Schafen auf diese kargen Höhen ziehen? Die verhungern. Die können nicht einen Tag dort überleben. Wahrscheinlich sind sie so brüddelnd hinter ihm hergelaufen. Ich weiß es nicht genau, ja. Aber die Vernunft sprach vollkommen dagegen. Vollkommen gegen das, was Abraham getan hat. Ja? Und trotzdem hatte Abraham die Kraft nachher, den Lot zu retten. Ja? Und oft, wenn wir von Pforzheim nach Karlsruhe fahren, dann kommt man an so eine Ecke, kurz bevor man nach Karlsruhe ins Rheintal runterkommt, kommt man von dieser Hochebene runter und dann geht es so die Autobahn runter, kommt man unten ins Rheintal. Und bevor man runterfährt, sieht man unten in der Ebene, sieht man Karlsruhe liegen. Ja? Da denke ich ganz oft dran. Ja? Und ich selber komme aus dem Westerwald, auch karge Höhen. Am Rhein, Köln unten, da war immer Fischfang, da war Handel, da waren die Reichen, da war der Katholik. Wohl, der Kölner hat unten hat Jud gehabt. Ne? Und die Evangelischen sind hoch auf die Berge gezogen. Und wenn ihr mal Zeit habt am Lago Maggiore, fahrt er mal ins Verzaskertal, lohnt sich an sich auch schon. Ja? Und wenn er ganz bis oben, bis an die letzte Ecke fahrt, bis es nicht mehr weitergeht, findet er eine evangelische Kirche. Die Katholiken waren unten am Lago Maggiore und die Evangelischen waren oben in dem Tal, wo also der Schnee bis halt bis Mai und, lag, ja? Während unten im Februar schon die Sonne warm gewesen ist. Also diese Abrahamsgeschichten, die findet man durch die Christenheit immer wieder. Ja? Und manchmal muss man so einen Abrahamsweg gehen, um zu sehen, Gott kann auch da durchtragen, ja? Gott ernährt uns auch da. Ja? Aber oft versetze ich mich da rein und denke, was werden wohl die Hirten da gesagt haben zu dem Abraham? Ich sage, du bist total, das ist unser Untergang, was du hier tust, ja? Und der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte, hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du bist, nach Norden und nach Süden und nach Osten und nach Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinen Nachkommen auf ewig. Und ich will deine Nachkommen machen wie den Staub der Erde, sodass, wenn jemand den Staub der Erde zu zählen vermag, auch dein Same gezählt werden wird. Mach dich auf und durchwandle das Land nach seiner Länge und nach seiner Breite, denn dir will ich es geben. Also ich finde das klasse, da redet ein Freund zu einem Freund, ja? Erinnert ihr euch daran, dass Abraham gesagt wurde, deine Nachkommen sollen sein wie die Sterne? Das kommt später. Hier geht es noch um den Staub der Erde, um den Sand der Erde. Ja, hier kriegt er die Landverheißung. Diese himmlische Verheißung bekommt er später. Ja, schauen wir uns auch an. Lots Abfall, 1. Mose 14, dann kommt die Sache mit dem Melchisedek, auch hochspannend, ja, wo im Neuen Testament ja ganz oft drauf Bezug genommen wird. Ihr kennt ja die Geschichte von dem Melchisedek.
Und daraufhin bekommt Abraham eine ganz besondere Verheißung. Ja? Denn der Abraham ist ja mit 318 Leuten nach Sodom runter. Das war das Hamageddon der Frühzeit, diese Schlacht, die da geschlagen wurde. Riesige Königreiche sind da gekommen, 7 Könige, alle zusammen. Ja? Eine riesige Schlacht und die fallen nachher in die Erdharzgruben, also in den Bitumen, in den Asphalt, in den Feuersee, wenn man so sagen will, ja? Sind die hineingefallen. Fast als ob da in 1. Mose schon eine Andeutung ist für eine große endzeitliche Schlacht. Sehr, sehr frühe Spuren eigentlich schon dafür. Ja? Alles, was im Neuen Testament ist, steht im Alten Testament. Das ist ein Beweis dafür, dass die Bibel wahr ist. Weil da liegen ja Kulturen zwischen. Da liegen 2 Religionen zwischen, die jüdische und die christliche. Und ich freue mich sehr darüber, dass wir diese Bezüge im Alten Testament, das ist für mich ein Beweis. Ich bin nämlich von Natur ein Zweifler. Ich glaube erstmal gar nichts. Kann ich euch auch raten, ja? Aber wenn das Evangelium uns überwunden hat, dann glauben wir, weil es wahr ist. Ja? Also, dann kommt die Verheißung der Glaubensgerechtigkeit, nachdem Abraham den Lot befreit hat und den Melchisedek von der Beute abgibt und sagt, ich will gar nichts von der Beute haben, von dem König von Sodom, damit du nicht sagst, du hättest mich reich gemacht. Das ist Charakter, oder? Also er will von dem König von Sodom, nimmt er nichts. Ja? Aber meine Männer, die kannst du bezahlen. Und dem Melchisedek, dem geben wir auch den 10. Teil. Ja. Nach diesen Geschichten begab sich das zu Abraham, geschah das Wort des Herrn im Gesicht und sprach, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und ich bin dein sehr großer Lohn. Da antwortet Gott auf Gedanken, die der Abraham gehabt hat. Der hat gedacht, was bleibt denn mir eigentlich übrig von dem Ganzen? Ja, was bleibt mir am Ende? Was lohnt sich das ja oft auf dem kargen Land hier? Was, ja, Gott erscheint ihm und ich glaube, dass Gott das tut, nachdem der Abraham gekämpft hat. Vielleicht war das auch eine Anfechtung in ihm, ja, dass er sagt, lohnt sich das Leben, das Abrahams Leben? Ja? Wann bekomme ich denn dieses Land? Und ja, darauf ist das eigentlich eine Antwort. Und dann bricht es auch aus Abraham raus und er macht auch keinen Hehl daraus vor dem Herrn. Ja? Abraham sprach, Herr, Herr, was willst du mir geben? Was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und dieser Eliezer von Damaskus, der wird mein Haus besitzen, sein Knecht. Mir bleibt nichts. Ja? Und Abraham sprach weiter, mir hast du keinen Samen gegeben, keinen Nachkommen. Und siehe, einer von meinem Gesinde soll mein Erbe sein oder wird mein Erbe sein. Es war wichtig für ihn damals. Ja? Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leib kommen wird. Der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, siehe gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, also soll dein Same werden. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Darauf nimmt Paulus nachher Bezug. Jetzt geht es plötzlich um Himmelsdinge. Jetzt geht es um die Sterne. Jetzt geht es um eine unzählbare Schar, ja? So viele Nachkommen werden von Abraham kommen, wie die Sterne am Himmel. Das ist scheinbar mehr als Israel, oder? Israel sind im Moment 8,5 Millionen. So in der Range waren es auch mal 8,5 Millionen, 10 Millionen, so irgendwo in der Größenordnung. Aber hier spricht Gott davon, dass selbst die Sterne nicht ausreichen, um die Nachkommenschaft Abrahams zu messen. Wen meint denn der Herr dort? Naja, da meint er alle die, die denselben Glauben haben wie der Abraham. Ja? Die des Glaubens Abraham sind, das sind Abrahams Kinder. Nicht die Nachkommen sind nach dem Fleisch. Abraham, Isaak, Jakob, 12 Söhne Jakobs, 12 Stämme Israels, Volk Israel alten Bundes. Ja? Sondern hier macht Gott einen Hinweis darauf, dass die Gerechtigkeit vor Gott durch den Glauben kommt. Und zwar schon in 1. Mose 15. Ja? Manchmal denke ich bei mir, eigentlich dürfte es gar kein Judentum mehr geben. Denn die Frage ist ja die, was ist ein echter Jude? Ein echter Jude ist jemand, der glaubt, was Gott gesagt hat und was Gott tut, oder? Sonst ist er kein Jude. Ja, wenn aber Gott seinen Sohn geschickt hat auf Golgatha und der gestorben und auferstanden ist, dann muss er das auch glauben, weil sonst ist er kein Jude. Aber wenn er das glaubt, dann ist er Christ. Vor Gott gibt es nicht mehr Jude oder Nicht-Jude. Vor Gott gibt es nur noch entweder in Christus oder nicht in Christus. Ja?
Natürlich gibt es noch ein Judentum, so als kulturelle Richtung, keine Frage. Aber in den Augen Gottes gibt es kein Judentum mehr. Das ist vorbei. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja? Aber hier bekommt der Abraham einen, jetzt geht es nicht mehr um den Sand der Erde, sondern jetzt geht es um die Sterne des Himmels. Kannst du sie zählen? Und sprach, also soll dein Same werden. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnet er ihm zur Gerechtigkeit. Und das ist bei uns genau dasselbe. Ja? Wir tun nicht, wir glauben. Und das rechnet Gott uns zur Gerechtigkeit. Und das, darauf, auf diese Stelle bezieht sich der Paulus in Römer 4, Vers 13. Denn die Verheißung, dass er, dass Abraham der Erbe der Welt sein sollte, also die ganze Welt erben würde, ist Abraham oder seinen Nachkommen nicht zuteil geworden durchs Gesetz. Warum denn nicht? Weil das Gesetz ja noch gar nicht da war. Wann kam denn das Gesetz? 430 Jahre später erst. Erst durch Mose am Sinai. Bei Abraham gab es noch gar kein mosaisches Gesetz. Es gab auch bei Abraham noch keine Priesterschaft, keine aaronitisch-levitische. Das ist Frühgeschichte. Frühgeschichte des Volkes Israel. Ja? Paulus schreibt das auch. Ja? Das Gesetz kam erst 430 Jahre später. Also die Verheißung, dass Abraham der Erbe der Welt sein sollte, ist Abraham oder seinen Nachkommen, in Klammern uns, nicht zuteil geworden durchs Gesetz, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Ausrufezeichen. Deshalb muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, damit sie aus Gnaden sei und die Verheißung festbleibe für alle Nachkommen. Nicht allein für die, die aus dem Gesetz leben, Juden, sondern auch für die, die aus Abrahams Glauben leben. Ja? Warum ist die Verheißung denn fest, wenn sie aus Glauben kommt? Weil der Glaube passiv ist. Der Glaube, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, der Glaube glaubt an was, was Gott getan hat. Der Glaube glaubt an das, was Gott in Christus getan hat. Und Golgatha ist nicht mehr rückgängig zu machen. Das ist geschehen. Nicht mal der Teufel könnte das rückgängig machen. Das ist passiert, es ist vollbracht. Und weil das Christus getan hat und weil das in Christus vollbracht ist, ist an diesem Heil auch nichts mehr zu rütteln. Ja? Das hat Gott gemacht. Damit ist alle Welt Christus schuldig geworden. Denn siehe, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Alle Welt ist Jesus Christus schuldig, weil er ihre Sünden getragen hat und er vergibt, wem er will. Ob die Welt das will oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Das ist Fakt, ja, das ist wahr. Gott macht das so. Ob die Welt darüber lacht oder spottet oder das ablehnt, oder spielt keine Rolle. Alle Welt steht unter diesem Gesetz und für alle Weltsünden ist Christus gestorben und alle Welt ist ihm schuldig. Wie dem Josef, als er in Ägypten war und alle Welt dem Pharao leibeigen gemacht hat, durch die große Hungersnot, die kam. Ja? Bilder im Alten Testament auf Christus. Das heißt also, die Verheißung, die ist deswegen fest, weil sie aus Glauben kommt. Weil Glaube heißt, ihr tut gar nichts, ihr leistet auch nichts, ihr seid ohnehin zu schwach dafür, weil wir Menschen sind. Ihr haltet nur das für wahr, was ich für euch getan habe und was nicht mehr rückgängig zu machen ist. Das ist schon alles. Wohl dem der Herr das Herz öffnet und das Ohr. Ja? Deswegen ist die Verheißung fest, weil das alles in Christus ist. Wenn ihr euch fragt, wie wir Heilsgewissheit haben können. Die Heilsgewissheit liegt darin, dass Jesus für die Sünden der Welt gestorben ist, also für die Sünden aller Menschen. Ich bin ein Mensch, also ist er auch für meine Sünde gestorben. Meine Heilsgewissheit liegt nicht in mir, sondern bei ihm. Und da ist er gut und da ist er fest. Ja? Wenn ich sage, okay, ich bin ja getauft, ich bin konfirmiert, ich bete regelmäßig, ich bin aktiv in der Gemeinde, ich evangelisiere, ich habe die Bibel zum Teil auch auswendig, das ist alles zu wenig. Das ist alles zu wenig. Ja? Und wenn ihr in euch reinschaut und das prüft, bleibt zum Schluss nichts übrig als Verzagtheit. In uns ist nichts. Ist aber auch nicht schlimm, weil wir glauben ja an ihn. Und deswegen ist die Verheißung fest. Da rüttelt niemand mehr dran. Ja? Selbst wenn wir daran zweifeln würden, bliebe es wahr. So fest ist es.
Paulus sagt, selbst wenn wir oder ein Engel oder wer auch immer euch ein anderes Evangelium predigen würde, der sei verflucht und der macht Gottes Wahrheit in Christus nicht ungültig. Das ist passiert. Ja? Es ist vollbracht. Deswegen ist das fest. Da glaubt unser Glaube hin. Weg von unserem Gefühl, hin in die Wahrheit Christi. Ja? Okay, der Abraham, der aus Glauben lebt, ja, und wir, die wir glauben wie Abraham, deswegen sind wir Kinder Abrahams. Das schauen wir uns nochmal genauer an, was das bedeutet. Die Opferung Isaaks, das wollte ich eigentlich in Anführungsstriche machen, weil Abraham hat den Isaak ja nicht geopfert. Der Isaak war ungefähr 14 Jahre alt. Gott hat dem Abraham versprochen, dein eigener Sohn, der von deinem Fleisch kommt, von dem sollen dir Nachkommen kommen. Dann hat der Abraham ein bisschen nachgeholfen, da ist der Ismael geboren worden. 14 Jahre später wird der Isaak geboren. Abraham hat einen Sohn gekriegt. Sarah hat gesagt, die Leute werden lachen über mich, wenn sie das hören, dass ich mit 80 Jahren noch ein Kind gekriegt habe. Ja? Deswegen hat sie ihn Isaak genannt, lächelnd, lachend. Ja? Manche sagen auch, die Leute werden mit mir lächeln, wenn sie sich mit mir freuen. Man weiß es im Hebräischen nicht genau, ob das über jemand lachen oder mit jemand lachen ist. Ja? Aber irgendwie hat es mit Freude oder auch vielleicht mit Erstaunen zu tun. Vielleicht ist es auch beides. 14 Jahre später sagt Gott zu Abraham, opfer mir den Isaak. Wow. Jetzt habe ich meine Frau beim Küchentisch gefragt, was hättest denn du jetzt gemacht? Habe ich ihr das so ein bisschen erklärt, wo ich da so drüber nachgedacht habe und habe gedacht, also ich hätte gedacht, vielleicht hat Gott seine Meinung geändert. Meine Frau hat zu mir gesagt, du musst jetzt weghören, meine Frau hat zu mir gesagt, ich hätte Gott gesagt, du hast noch nie ein Menschenopfer gefordert, warum forderst du das jetzt von mir? Oh, habe ich gedacht, meine Frau ist klug, die wirft Gott sein Wort vor. Das ist viel besser als meins, ja? Du musst jetzt weghören, ist auch wieder vorbei jetzt. Abraham macht was ganz anderes. Abraham hat gesagt, wenn Gott auf meinen Sohn die Verheißung legt und jetzt will, dass ich den opfere für ihn, da gibt es nur eine Möglichkeit. Gott macht ihn wieder lebendig. Hört ihr das? Was der für einen trotzigen Glauben hat, wie das Lied, so trotzig, ja? So einen trotzigen Glauben hat, der hat gesagt, du hast mir das gesagt, Herr. Und du hast es noch nicht zurückgenommen. Diese Verheißung gilt. Aus dem werden mir Nachkommen kommen. Der wird Kinder, ich werde Enkelsöhne haben und Urenkelsöhne und die weiß es dann aus Isaak, das war dein Versprechen, Herr. Da gibt es nur eins. Wenn Gott den Isaak geopfert haben will, so schwer mir es fällt, werde ich es tun. Aber der Herr wird ihn wieder auferwecken. Das ist wohl mal ein Vater des Glaubens, oder? Also der war besser, sorry Anja, wie du und viel besser wie ich. Ja? Bis dahin gab es noch keine Auferstehung. Für uns ist das Wort Auferstehung geläufig, weil wir von der Auferstehung Christi hören seit 2000 Jahren. Für Abraham war das etwas ganz, ganz Neues. Das hat es bis dahin noch gar nicht gegeben. Ja? Und dem Gedanken spüren wir mal ein bisschen in der Bibel nach und gucken mal, wo wir das finden können. Ja? Also, das ist der Anfang der Geschichte. 1. Mose 22. 22 ist wohl die Zahl des Leidens. Psalm 22, Kapitel 22, da hat man immer irgendwie mit Leiden zu tun. Passt manchmal passt es nicht, aber so als Eselsbrücke kann man sich das merken. Ja? Das ist dieses Kapitel, wo Abraham den Isaak opfert. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Hat ein alter Prediger gesagt, das ist wahre Heiligung. Hier bin ich. Ich bin da, Herr, ich höre. Ja? Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Ich müsste noch mal nachgucken, aber soweit ich weiß, ist das erste Mal, dass in der Bibel das Wort Liebhaben vorkommt. Das erste Mal. Das ist ein Bild auf Gott und Jesus, was hier passiert. Ja? Hier geht es um den Sohn, den du lieb hast. Und gehe hin in das Land Moria und opfere ihn daselbst zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham des Morgens früh auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak, und spaltete Holz zum Brandopfer
machte sich auf und ging an den Ort, davon ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tag, das waren lange Nächte für ihn wahrscheinlich, die Bibel schweigt darüber, wenn ihr mal so Bibelfilme gesehen habt, ich habe mal einen gesehen, wo Abraham ganz schrecklich mit Gott hadert, das steht so nicht in der Bibel. Also ich wünsche mir, jeder, der einen so einen Film anguckt, dass der mindestens 2 Stunden dafür in der Bibel liest, ja? Weil diese Filme projizieren Sachen in unsere Köpfe, die nicht in der Bibel stehen. Ja? Es mag sein, dass ihm das schwer gefallen ist, die Bibel sagt da aber nichts von. Hollywood macht da ein Riesending draus, ja? Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von ferne und sprach zu seinen Knechten, bleibt, jetzt wird's spannend, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Spürt ihr da was? Ist da was drin in den Worten? Was sagt er hier? Also mir sind zwei Worte sehr, sehr wichtig da geworden. Das haben wir übersprungen. Moment, wo bin ich hier? Ich muss wieder zurück. Ja, ich weiß nicht, ob ich ihn da leuchtet. Bitte? Genau, ja. Ja, Opfergang ist Anbetung. Ja, er opfert. Wir werden anbeten und wir kommen wieder zu euch. Wer wir? Naja, Isaac und ich. Ja, wieso? Du opferst den doch. Heil, Gott macht den wieder lebendig. Also dieses kleine Sätzlein hier muss der Paulus sehr aufmerksam gelesen haben. Ich gehe davon aus, dass er ohnehin die Bibel auswendig kannte. Ja, das war so einer. Und ich glaube, dass der, als der an Jesus Christus angefangen hat zu glauben, dieses ganze Kapitel mit feuchten Augen gelesen hat. Das hat ihn total umgehauen. Der hat gesagt, das gibt's doch gar nicht. Wir wollen wieder zu euch kommen. Diese ganze Abrahamstheologie, die der Paulus ausgearbeitet hat im Neuen Testament, lässt darauf schließen, dass der lange über diese Texte nachgedacht hat. Und vielleicht immer wieder, es gibt so Bibelstellen, die suche ich auch immer wieder auf. Da habe ich so ein kleines Ausrufezeichen hinter. Bei manchen Bibelstellen habe ich ein Datum hintergeschrieben. Ja, wenn ein das so richtig anspricht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dem Paulus auch so ging. Diese Abrahamstheologie, die er hat, dass wir Kinder Abrahams sind, dass wir Kinder des Glaubens sind, diesen Auferstehungsglauben Abrahams, den er hier sagt, wir wollen wieder zu euch kommen. Also das ist ja zum Jubilieren geradezu. Abraham, du hast es kapiert. Gott kann alle Dinge tun. Ich möchte mir gerne an dir ein Beispiel nehmen. Ja? Dass ich nicht so jämmerlich am Frühstückstisch sitze und meine Frau sagt, oh, ich glaube, Gott hätte vielleicht seinen Willen geändert. Ja? Weil ich nicht richtig zugehört habe. Weil ich nicht verstanden habe, weil ich das Wort Gottes nicht so ernst genommen habe, wie Gott es meint. Ja? Das ist in Stein gemeißelt, das hat Gott geredet und das wird er tun. Ja? Hier sieht man es, ja? Wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Finde ich wunderschön, wunderschöne Stelle. Ja? Wunderschöne Stelle. Das haben wir schon besprochen. Das Abraham so gedacht und geglaubt hat, steht auch in der Bibel, und zwar in Hebräer 11. Ja? Abraham bindet Isaak als Opfer auf den Altar in dem festen Glauben, dass Gott ihn nach der Opferung wieder auferwecken wird. Gott macht ihn wieder lebendig. Steht in Hebräer 11, Vers 17. Da steht folgendermaßen, könnt ihr auch mit aufschlagen, wenn ihr wollt, also ganz wertvolle Verse. Durch den Glauben, der will Glauben erzeugen, ja, Glauben an Jesus Christus. Durch den Glauben hat Abraham den Isaak dargebracht, als er versucht wurde, als Abraham versucht wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, in Klammern, Gottes eingeborener Sohn, das hat Abraham gemacht, das ist die Parallele im Kopf, die er zieht, ja, und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte, von dem gesagt worden war, nach Isaak wird dein Geschlecht genannt werden. Das heißt also, Abraham hatte schon die Verheißung, dass in seinem Sohn Isaak Nachkommen und sein Geschlecht benannt werden würde. Ja? Er dachte, Abraham dachte, Doppelpunkt, Gott kann auch von den Toten erwecken. Das steht wörtlich im Neuen Testament. Abraham dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken.
Und als ein Gleichnis dafür, für die Totenerweckung, bekam er ihn auch wieder. Als ein Gleichnis wofür? Als ein Gleichnis für die Auferstehung Christi. Ja? Deswegen sagt er, wir kommen wieder zu euch zurück. Und deswegen hat Gott von Abraham nicht gefordert, dass er seinen Sohn opfern würde. Den Schritt hat er nicht von ihm gefordert. Aber die Verse, wenn ihr die lest, wie Gott da zu Abraham redet, als ob Gott das Herz bricht. Er sagt, Abraham, dass du das gemacht hast, ich gebe dir alles. Das ist, dass du das tust, ja. Und Abraham wird dadurch ein Bild auf Gott, den Vater, der seinen Sohn auf Golgatha opfert. Und Gott ist niemand mehr in den Arm gefallen. Das hat Gott getan. Also das ist herzzerreißend. Und wenn ich manchmal, Entschuldigung, dass ich das so frontal sage, aber wenn ich die Rabbiner höre, die das Neue Testament gut kennen, und die lesen diese Worte und ihr Herz bleibt trotzdem verhärtet darüber, da denke ich manchmal, wie kann das sein? Also es gibt viele Beweise dafür, dass die Bibel Gottes Wort ist. Aber ein Beweis ist für mich der Geschmack des Wortes, der Duft des Wortes, das, was das Wort sagt, ja? Wie das Wort klingt, wie wahr das ist, wie freundlich das ist, wie offen das ist, wie konkret, wie analytisch, wie Christus verherrlichend, wie zentriert das, wie fokussiert das ist. Das kann man schmecken, dass das Gottes Wort ist. Wenn ihr die Apokryphen lest, merkt ihr den Unterschied? Könnt ihr ein Beispiel mal machen, ja? Die Apokryphen sind in manchen Bibeln ja auch mit drin. Aber ich finde, denen fehlt so ein bisschen der Geschmack, ja? Also Abraham, oh, das ist ein S zu viel, ja? Abraham hat an die Auferstehung Isaaks geglaubt. Wir glauben an die Auferstehung Christi. Und deshalb ist Abraham unser Vater. Weil wir den gleichen Glauben haben wie Abraham. Das heißt also, wenn wir glauben, dass Jesus auferstanden ist, stehen wir in einer langen, langen Tradition, die zurückgeht bis auf den Urvater des Glaubens, Abraham. Wir stehen auf festem Grund. Unser Fundament ist aus Beton gegossen. Ja? Und 300 Kubikmeter, ja, Stahlbeton in Fels eingegossen. Das ist die Bibel. Abraham, deswegen wird Abraham immer als Glaubensvater gezeigt. Diesen Glauben, den haben wir auch. Und dass Abraham das glauben konnte, das ist was Besonderes. Und dass wir Menschen das heute glauben können, dass Jesus gestorben und auferstanden ist für uns, das ist auch was Besonderes. Das kann man nicht aus sich selber rausglauben. Das schenkt Gott. Ja, kann man beten für, aber das macht Gott in uns. Ja. Und deswegen haben wir denselben Glauben wie unser Vater Abraham. Das finde ich eine interessante Frage. Was hätte Abraham gesagt, wenn er bei der Kreuzigung Jesu dabei gewesen wäre? Dasselbe, oder? Ja? Die Jünger waren traurig. Jesus ist tot. Jesus ist begraben. Wäre Abraham da? Er war nicht dabei. Die Bibel sagt da auch nichts zu. Aber wenn ich mir den Glauben vom Abraham angucke, dann hätte der Abraham zu den Jüngern gesagt, seid nicht traurig. Dieser Jesus, auf dem lag die komplette Verheißung Gottes, der kann nicht tot bleiben. Der muss auferstehen. Warum? Weil Gott seine Verheißung auf den gelegt hat. Und weil die Verheißung auf Christus liegt, wird er wieder auferstehen. Die Jünger haben die Auferstehung Jesu mühsam geglaubt, nachdem der Herr auferstanden ist. Abraham hat die Auferstehung Isaaks geglaubt vor der Opferung. Da läuft seinem kalt den Rücken runter. Versteht ihr das, ja? Die Jünger sagen, also der Thomas sagt, ich glaube dann nicht, wenn ich meine Hände nicht in seine Nägelmale lege. Die Emmaus-Jünger, mit denen hat Jesus geredet und ihnen gehen die Augen auf, als er abends ein Brot mit ihnen bricht. Ja? Die haben das leere Grab gesehen und dann, das sind alles Beweise irgendwie, zumindest mal so menschlich irgendwie, die man nachvollziehen kann. Und selbst dann war es für viele der Jünger noch schwierig und das ist ja auch eigentlich eine ganz unglaubliche Sache. Man muss ja geradezu Mitleid haben mit den Muslimen und mit den Juden, ja? Dass jemand, der tot ist, aufersteht und lebt und in den Himmel auffährt und wiederkommen wird, das ist etwas Großes. Ja? Aber Abraham hat das geglaubt vor der Opferung.
Respekt, wenn man das sagen darf in dem Zusammenhang. Das ist wirklich ein Vater des Glaubens. Und ich würde mir wünschen, dass ich so einen Glauben hätte, dass dieses Wort Gottes so wahr ist, wenn, was wir lesen in der Bibel, dass das so wahr ist, als ob wir dabei gewesen wären, als ob wir Augenzeugen gewesen wären, der Kreuzigung. Oder Jona, ja, im Bauch des Fisches. Oder, jegliche Begebenheit im Melchisedek. Die Bibel ist reine Wahrheit in einer Welt voller Lüge, in einer dunklen, schmutzigen, bituminös verklebten Welt ist die Bibel reiner Honig, reines Licht, reine Wahrheit. Und je älter ich werde, desto mehr muss ich sagen, die Bibel ist noch viel wahrer, als ich das jemals überhaupt für möglich gehalten habe. Ja? Das ist alles wahr. Wenn das so ist, dann haben wir aber die Wahrheit gefunden. Ja? Ich würde mal interessieren, was hat denn der Abraham seinem Sohn gesagt? Dem Isaak? Ja, gute Frage. Weil, wenn man das jetzt parallel zu Gott, dem Vater, zu Jesus sieht, ja, hat Jesus ja gewusst, was mit ihm passiert. Die Stille Isaaks, wie er auf den Berg Moria geht und das Brandopferholz da hochträgt, das ist für mich ein Wunder. Das ist für mich ein absolutes Wunder. Und ist vielleicht auch, vielleicht war Isaak, das war eine heilige Situation, ja, als die zwei da hoch sind. Vielleicht ist das ein Bild darauf, wie Christus auf den Berg, das ist ja derselbe Berg, ja, wie Christus auf den Berg Golgatha rauf ist und das Opferholz da hochgetragen hat. Ja. Aber das ist für mich auch, ich meine, der Isaak, der war ein junger Mann, 14, 15. Ist fast so, als ob Gott dann einen Prototyp macht mit dem Abraham. Ne? Ein Prototyp und mit Abraham, er adelt ihn ja eigentlich ein Stück weit, ja, mit Abraham mit in diese Geschichte rein, in diese Opfergeschichte auf dem Berg Moria, wo er später seinen Sohn opfert, ja, und mit dem Abraham ein Prototyp, ein Bild zeichnet, und das so früh schon im Alten Testament ist. Ich meine, das ist ja, man muss sich da reinversetzen, der Hebräerbrief, wenn der das schreibt, dann argumentiert er ja den Juden gegenüber und sagt, euer Vater Abraham, das ist der Fels, auf dem ihr steht und ja, vor Mose wahrscheinlich noch, ja, der wurde durch Glauben gerecht. Der war ein Bild auf den, der geopfert hat, auf demselben Berg seinen Sohn. Ja, das sind ja direkte Parallelen. Also da glaube ich auch, das ist wirklich wie ein übernatürlicher Glaube eigentlich, ja, der da passiert. Also ich habe einen alten Freund oder einen Freund, den ich schon sehr lange kenne, weil ich auch jetzt schon so alt bin, der ist Dachdecker. Und wir kannten uns ja schon, als wir noch keine Christen waren. Und ich habe den vor Jahren aber auch schon getroffen in meinem Heimatort und halte an und sage, hallo, wie geht's? Und er sagt, hallo Achim, mir geht's super. Du, ich glaube an Jesus Christus. Echt, sage ich auch. Ja, sagt er, ich habe mich bekehrt vor einem halben Jahr. Und weißt du was, ich kenne die Geschichten alle, aber ich muss die immer wieder hören. Ja? Dessen Vater war in der Sonntagsschule und der war Posaunenchorleiter und der war immer so ein bisschen das schwarze Kind in der Familie. Die haben dann so Treffen gemacht, trinken für den Frieden eine Woche lang. Ja, die haben nicht nur getrunken, die haben alles da gemacht für den Frieden, weil irgendwie ging. Ja. Und der Kerl, der kommt zum Glauben, ja, und sagt, wie du sagst, ja, ich kenne die Geschichten alle, aber ich muss die immer wieder hören, weil da hat Gottes Geist was Neues in ihm gemacht. Ja. Ich habe einen anderen Freund gehabt, der war ein recht ruppiger Typ, der war eigentlich auch bekannt so ein bisschen als Schläger. Waisenkind, hatte immer schon das schnellste Moped im Dorf und war auch der trinkfesteste von allen. Und auch er hat die ersten Jahre seines Lebens waren sehr, sehr schwierig und die anderen auch. Auf jeden Fall, als ich gläubig geworden bin, bin ich dann im Bibelkreis gewesen und bin abends halb eins zurückgekommen. Weil wir auch sehr lange damals, weil wir waren alle junggläubig, weil wir sehr lange damals Bibelstunden dann gemacht haben, einen Hauskreis gehabt haben. Und ich fahre so mit dem Auto diese Strecke entlang und sehe den plötzlich an der Straße laufen. Also er konnte noch laufen, aber es war ein bisschen schwierig für ihn. Ja? Also okay, ich halte an, drehe um, fahre zurück und sage, hallo so und so, weißt du, wer ich bin? Ich bin der Achim. Ah, grüß dich, hallo. Kann kaum noch reden, ne? Sag ich, du, ich komme aus der Bibelstunde. Ich komme aus der Diskothek. Ja, sag ich, soll ich dich nach Hause fahren? Nee, lass mal. Sag ich, du, ich habe mich bekehrt, ich glaube an Jesus Christus. Dann sagt er zu mir,
Wenn Jesus heute Abend an meine Türe klopfen würde, würde ich ihm aufmachen. Es hat mich umgehauen. Und es war ehrlich. Das war kein frommes Bekenntnis oder so. Das war ein Schlägertyp, ja? Und der war, also, und das sagt er mir. Und ich sage, soll ich dich nach Hause fahren? Nee, sag, lass mal, ich glaube, es ist ganz gut, ich laufe noch ein bisschen. Und das habe ich nicht vergessen und ich glaube, dass er das auch nicht vergessen hat. Ja? Und ich glaube, dass Gott in solchen Leuten auch ein ganz besonderes Feedback hervorruft. Ja? Also, dass der das gesagt hat, und der hat das ja nicht erwartet, dass der mich jetzt da sieht. Ja, der hat ja wahrscheinlich ganz andere Gedanken gehabt. Vielleicht hat er auch gedacht, der bringt sich um. Das kann ja auch sein, ja. Man weiß ja nicht, in welcher Situation man so jemanden trifft, ja. Aber das, und ich glaube, dass Gott sowas auch hört, so ein Bekenntnis. Wenn der sagt, wenn Jesus heute Abend zu mir käme, dann würde ich ihm die Türe aufmachen. Also so Dinge gibt es schon mal und so gebraucht einen Gott auch. Und so trifft man schon mal alte Freunde und erzählt ihm dann vom Glauben und sagt, mein Leben ist gut geworden. Ja? Schöne Sache. Ja, jetzt weiß ich gar nicht genau. Vielleicht nehmen wir die letzten Folien dann noch mit dazu, weil eine Frage ist noch, die ich noch vielleicht kurz mit euch behandeln wollte. Was ist denn mit dem Ismael? Ja, viele sagen ja, der Ismael, der ist der Islam. Eigentlich möchte ich das Thema gar nicht nach dem Abraham dann noch anpacken, ja, aber vielleicht nur mal so als kleinen Gedankenanstoß. Was sagt der Paulus über diese Themen? Das schauen wir uns vielleicht gleich nochmal an. Das wäre der Römerbrief. Hagar und Ismael, oder ist Ismael der Islam? Hört man ganz oft bei Christen. Das ist so ungefähr das Stammesgebiet von Ismaels Nachkommen. Ja, da sind die so ungefähr. Hier ist der Euphrat, Israel, Sinai-Halbinsel. Hier in der Gegend sind die. Wir sind Nutznießer einer nahöstlichen Familienstreitigkeit. Ja? Die nahöstlichen Stämme dort, die sind alle semitische Stämme, mehr oder weniger. Ja? Die Edomiter, die Moabiter, die Amoriter, die Juden, das sind alles Semiten, stammen alle von Sem ab. Und weil die sich untereinander so gestritten haben und irgendwann, als Jesus dann kommt, als König über sie alle, diesen König verworfen haben, aus lauter Streitsucht, ist uns das heil geworden. Ja? Also ich schmunzel ein bisschen, wenn ich das sage, aber durch diese nahöstliche Familienstreitigkeit ist das Evangelium zu allen Menschen gekommen eigentlich. Ja? Und das ist das Stammesgebiet von Ismael. Und viele Menschen sagen jetzt, dass der Islam mehr oder weniger von Ismael abstammt oder kommen würde. Ja? Und da wollte ich euch gerne darauf hinweisen, auf eine Stelle aus dem Galaterbrief, wie der Paulus den Ismael sieht. Ja? Wieso nickst du? Ja, okay, super, ja gut, ja. Paulus sagt in Galater 4, Ismael ist das alttestamentliche Jerusalem. Also eine ganz andere Sichtweise als die man eigentlich so unter den Christen oftmals hört. Also wir haben das auch schon gehört in der Bibelstunde, dass dann abends gesagt wird, ja, der Ismael ist ja ein Bild auf die Muslime, ja. Weil die dort in der Gegend sind, wo der Islam halt stark ist, ja. Aber Paulus sagt, Ismael ist das alttestamentliche Jerusalem und Isaak ist die neutestamentliche Gemeinde oder jeweils ein Bild dafür. Ja? Erst wurde der Ismael geboren, ein Sohn nach dem Fleisch, und dann wurde im hohen Alter, ohne dass das noch irgendjemand überhaupt geglaubt hätte, wurde der Isaak geboren, dem Abraham, ja? Ein Bild auf zwei Bündnisse, ein altes Testament und ein neues Testament. Ja, ein altes Bündnis im Blut der Stiere und Böcke und ein neues Bündnis im Blut Jesu Christi. Und diese beiden Frauen, die beiden Mütter, die sind ein Bild für diese beiden Testamente, beiden Bundesschlüsse. Und das sagt Paulus in Galater 4, der sagt, das ist bildlich zu verstehen, Hagar und Sarah. Ja, Hagar war ja die Mutter vom Ismael und Sarah war die Mutter vom Isaak. Und der Paulus sagt, diese beiden Frauen sind Bilder, ja, die beiden Frauen sind Bilder auf zwei Bundesschlüsse. Ein Bundesschluss vom Berg Sinai, der in die Knechtschaft gebiert. Das ist Hagar. Was meint er damit? Was war auf dem Berg Sinai? Gesetzgebung, ja.
Da wurde das aaronitisch-levitische Priestertum begründet. Da ist das Gesetz gegeben worden, das Gesetz des Mose. Und unter dieses Gesetz des Mose ist Israel gegeben worden. Unter Knechtschaft, unter das Gesetz. Ja? Unter dieses Gesetz ist auch Christus gegeben worden, als er kam. Als die Zeit erfüllt war, ja, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Jungfrau, und unter das Gesetz getan. Ja? Weil er dem Volk Israel angehörte. Hagar aber bezeichnet den Berg Sinai in Arabien und ist ein Gleichnis für das jetzige Jerusalem, das mit seinen Kindern in der Knechtschaft lebt, und zwar im Gesetz. Aber das Jerusalem, das droben ist, das ist die Freie, wie Sarah, das ist unsere Mutter. Ihr aber, Brüder und Schwestern, ihr seid wie Isaak, Doppelpunkt, Kinder der Verheißung. Kann man das verstehen? Ja? Zwei Frauen, zwei Bündnisse. Hagar, die Magd, die Knechtische, ja, die Abraham als Dienstmagd gegeben war, und Sarah, seine Frau, die Freie. Hagar, ein Bild auf den Berg Sinai, der in die Knechtschaft gebiert. Und Sarah, ein Bild auf das himmlische Jerusalem, das in die Freiheit gebiert. Ja, in die Freiheit des Geistes, in die Freiheit des Gesetzes Christi, in die Freiheit der Gnade, die Christus uns gibt. Israel war unter das Gesetz getan, und sein Gesetz war in Buchstaben aufgeschrieben. Unser Gesetz ist eine Person, Jesus. Ja? Deswegen schätzen wir trotzdem das Gesetz, aber wir haben ein neues Gesetz, das schauen wir uns morgen an. Wir haben das Gesetz des Geistes, wir haben das Gesetz Christi, wir haben das Gesetz der Freiheit, Jakobusbrief. Das ist was Neues. Israel hatte das Gesetz Mose vom Sinai. Aber da, wo sich das Priestertum geändert hat, da muss sich auch das Gesetz ändern. Wenn das Priestertum geändert worden ist vom aaronitisch-levitischen Priestertum hin zum ewigen Priestertum Jesu Christi, nach der Weise Melchisedeks, hat sich das Priestertum ja geändert. Ja, natürlich, in ein ewiges Priestertum. Aber wenn sich das Priestertum ändert, dann muss sich auch das Gesetz ändern. Ja, sollen wir jetzt das Gesetz des Mose umschreiben? Nein. Das Gesetz, das neue Gesetz, was wir haben im neuen Bund, ist das Gesetz Christi oder das Gesetz des Geistes. Paulus sagt, denn das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht in Christus Jesus, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ja, da steht vom Gesetz des Geistes. Was ist das denn, das Gesetz des Geistes? Das heißt, das, was Jesus von uns will, das tun wir, und was Jesus nicht von uns will, tun wir nicht. Das ist auch interessant, also der Bund am Sinai war ja ein zweiseitiger Bund. Da war an Bedingungen geknüpft. Ja? Gott sagt zu Israel, wenn ihr das tut, wer das Gesetz tut, der soll leben. Ja? Ich gebe das Gesetz und ihr gebt mir das Versprechen, dass ihr es haltet. Der Bund mit Abraham war ein einseitiger Bund. Als Gott den Bund mit Abraham schließt, sagt er, er legt die Tierhälften rechts und links hin. Und wir gehen dann zu, das war wohl damals so, ja, dass man, wenn man einen Bund geschlossen hat, ein Opfertier nahm und das Tier dann in der Mitte auseinanderschnitt und dann zusammen durch diese Gasse dann durchging. Und das hat Gott ja von Abraham verlangt. Und dann hat Abraham das auch getan. Aber dann hat das so lange gedauert, bis Gott kommt, ja, und Abraham verscheucht immer da die Aasgeier, die dieses Aasgeier natürlich dann auch fressen wollen. Und dann schläft der Abraham ein und dann fällt die Furcht über ihn. Und dann geht Gott alleine durch diese Gasse. Wie viel Anteil hat also Abraham am Bundesschluss? Gar nichts. Also man sieht das oft bei Rahel und Lea, genau. Ja? Die Rahel war die Hübschere und die Jüngere. Und die Lea war die Ältere und war nicht so hübsch. Auch ein Bild auf die beiden Bündnisse. Ja? Israel hat da tun müssen, was im Gesetz stand. Sie haben nicht verstanden, was sie da eigentlich tun. Die Gemeinde hat Gottes Geist soll verstehen, was Christus von ihr will und tut. Ja? Das heißt also, wenn Gott die Gemeinde anschaut, dann sieht er immer von seinem Geist in der Gemeinde. Da ist was Göttliches, dann hat was Neues angefangen. Ja? Das war in Israel damals nicht so. Ja? Ich finde es halt interessant und
Paulus macht ja hier etwas, was eigentlich nicht erlaubt ist. Er sagt, dass Jerusalem, was, oder hier Vers 25, Hagar aber bezeichnet den Berg Sinai in Arabien und ist ein Gleichnis für das jetzige Jerusalem, das mit seinen Kindern in der Knechtschaft lebt. Damit sagt Paulus eigentlich, dass Jerusalem, was jetzt ist und unter Gesetz ist, stammt von Ismael und von Hagar ab. War das so? Das war gar nicht so. Von wem stammt denn Jerusalem ab? Naja, von Isaak. Das steht doch in der Bibel. Was macht denn der Paulus hier? Ist das der Paulus wohl ein Irrlehrer oder was? Das haben die Juden zum Paulus gesagt. Die haben gesagt, Moment mal, Paulus, langsam. Du machst dir eine Theologie auf, die gar nicht existiert. Das sagen die Rabbiner heute noch. Du weißt doch, Abraham, Isaak, Jakob, 12 Stämme, Juda, Jerusalem. Hallo? Du bist vielleicht ein bisschen wirr im Kopf, Paulus. Wir müssen dir das nochmal genau erklären. Das steht ja wörtlich hier. Und wenn du hergehst und sagst, dass Jerusalem, wir also, mit dem Tempel, mit unserer hohen Priesterschaft, mit dem Gesetz des Mose, wenn du sagst, wir stammen von Ismael und von Hagar ab, dann bist du leider ein Irrlehrer und dann kriegst du erstmal 40 weniger ein. Und vielleicht steinigen wir dich noch, weil du bist ein Irrlehrer. Also ich finde das als eine Stelle, die ist, finde ich, hochgeheimnisvoll, weil es ist genau wie du sagst, ja, da ist praktisch diese einerseits das, was aus dem Fleisch geschieht und andererseits das, was aus dem Geist geschieht. Ja? Wenn man diese Textstelle jetzt hier nimmt und die rein textkritisch nimmt und das Alte Testament daneben legt und stellt euch vor, es gäbe noch kein Neues Testament, stellt euch vor, es gäbe noch kein Galater 4, es gäbe nur das Alte Testament und stellt euch vor, da kommt ein Wanderprediger wie der Paulus, den sie ja im Areopag einen Lotterbuben nennen, ja, und er kommt jetzt mit so wirren Gedanken hierher und legt hier in diese allegorische Geschichte eine neue Theologie. Der hat recht, der Paulus, das ist herrlich, was der schreibt, das ist wahr. Ich meine, Lea und Rahel, das sind ja auch so Bilder auf den Alten und auf den Neuen Bund, ja, und man hat immer wieder, wenn ihr guckt, die Erzväter, immer hat der Zweitgeborene den Segen geerbt, ja. Bei Ismael und Isaak, was der Isaak hat wieder zwei Kinder, Esau und Jakob, wieder erbt der Jüngere. Dann hat der Jakob wieder Kinder und der Josef kriegt in Ägypten, Ephraim und Manasse, wieder erbt der Jüngere. Immer hat der Jüngere den Segen geerbt. Warum? Weil der zweite Bund den Segen hat, nicht der erste Bund. Ja? Weil das Neue Testament den Segen des Geistes Gottes und der Wiedergeburt hat, nicht der Israels. Was Paulus schreibt, ist absolut wahr. Aber wisst ihr, was das ist? Das ist Gottes Wort verstehen im Geist. Und das andere ist Gottes Wort verstehen in Buchstaben. Und jetzt schreibt Paulus das wem? Den Galatern. Was waren das denn für Leute? Das waren Leute, die in Buchstaben leben wollten und die zurück ins Gesetz gegangen sind. Und denen macht er hier so eine Front auf. Das ist ja fast so, als ob er sagt, opfert mich doch, ihr Gesetzesleute, ihr werdet schuldig daran. Das passiert hier in Galater 4. Ja? Das ist eine ganz herrliche Wahrheit, die Paulus schreibt. Die ist aber den Leuten vorbehalten, die Gottes Wort im Geist lesen. Gebunden an Gottes Wort. Wir sind ja keine Schwärmer, ja? Gebunden an Gottes Wort. Aber wir verstehen Gott in eine ganz feine, Gottes Wort in einer ganz feinen neuen Art, ja? Und das ist in dieser, müsste man sich noch mehr Zeit nehmen dafür. Und wem schreibt er das? Er schreibt das nicht den Philippern, die er mochte, ja? Sondern er schreibt das den Galatern, so als ob er sagt, folgt mir auf einen Weg und ich will sehen, wer da noch mit kann. Weil die im Geist sind, in Christus, die können da mitgehen und freuen sich über dieses Evangelium. Und die im Fleisch sind und im Gesetz und die euch Mühe machen und diesen Glauben nicht unter euch wollen, die können diesen Weg der Auslegung nicht mitgehen. Und das Wort scheidet, das trennt, ja? Das trennt Fleisch und Geist, Mark und Bein und ist ein Richter Sinn und Herzens. Ja, genau. Gut, dann finde ich ja gut, dass er so anknüpft dann aneinander. Dann ergänzt sich das auch ein bisschen, ja? Das hätten wir uns abgesprochen. Ja, das ist schön, gut, ja? Schön. Ja, genau.
Vorletzte Folie, wollte ich euch nur schnell zeigen, vielleicht auch für euch so zur Bibelarbeit. Das ist der Vers, den wir angeschaut haben. Paulus sagt, dass Jerusalem das droben ist. Das ist die Freie, die ist unser aller Mutter, denn es steht geschrieben. Und jetzt zitiert er. Ja, warum zitiert er? Naja, weil es noch gar kein Neues Testament gibt. Alle seine Auslegungen kommen aus dem Alten Testament. Stellt euch mal vor, wir hätten kein Neues Testament und müssten das Evangelium Jesu aus dem Alten Testament predigen. Ja? Das macht Paulus hier und er zitiert Jesaja 54. Paulus ist ein Uhrmacher. Paulus schreibt nicht irgendwas irgendwo dahin. Paulus war ein Gelehrter. Paulus war jüdischer Hochadel. Paulus wusste exakt, was er tut. Und wenn er diese Verse hier schreibt, Vers 27, denn es steht geschrieben, ja, dann zitiert hier oben, denn es steht geschrieben, sei fröhlich, du Unfruchtbare, dann zitiert er Jesaja 54, rühme, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, freue dich mit Rühmen und jauchze, die du nicht schwanger bist, denn die Einsame hat mehr Kinder, als die den Mann hat, spricht der Herr. Das heißt, Jesaja 54 hat von der Gemeinde Jesu geschrieben. Oder? Wow. Das ist ein Ding. Wann hat denn Jesaja geschrieben? 800 vor Christus. Das ist 2800 Jahre alt. Jesaja hat geschrieben von einer, die nicht gebiert, von einer, die sich rühmt und jauchzt, die nicht schwanger ist, denn die Einsame hat mehr Kinder, als die den Mann hat. Jesaja 54. Das zitiert Paulus. Wenn ihr eure Bibelarbeit macht und Galater 4 lest, nehmt mal den Jesaja mit dazu. Ich finde, das ist groß, was hier ist. Ja? Das, die Bibel, das ist mehr als, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ja? Das ist wahr. Und diese Stelle aus Jesaja 54, und damit kommen wir dann zum Schluss, die kommt aus einem Zyklus. Da haben wir schon mal drüber gesprochen in Langensteinbach. Jetzt habe ich gedacht, ich schreibe euch das mal auf. Das ist ein Zyklus in Jesaja. Ja? Das fängt an, Jesaja 52, das Millennium wird vorgestellt. Jesaja 53 kennt ihr alle. Der leidende und auferstandene Christus. Er war der allerverachtetste. Das ist praktisch dieses Leidenskapitel Christi. Ja? Das Millennium wird als Programm praktisch vorgestellt, aber dazu braucht man den leidenden und auferstandenen Christus. Jesaja 54 kommt die Gemeinde Jesu. Ja? Jesaja 55, die Nationen gehören auch dazu. Kommet her zu mir alle. Ja? Nehmet umsonst Wein und Milch. Kommt alle her zu mir. Ja? Ihr kommt auch hier, zwei. Schön, hallo. Ja? Jesaja 55, die Nationen gehören auch dazu. Jesaja 56 sagt Gott, bleibt mir treu, fallt nicht von mir ab. Warnung. Ja? Jesaja 57, der große Abfall. Jesaja 58, die Ankündigung des großen Gerichts durch den Prophet Jesaja. Jesaja 59, Christus kommt nach Zion zum Tag des Zorns. Es wird aber ihnen ein Erlöser kommen, der aus Zion kommen wird und er wird das gottlose Wesen von Jakob abwenden. Das steht hier in Jesaja 59 und dann kommt Jesaja 60, das Millennium beginnt. Das heißt, dieser Zyklus beginnt in Kapitel 52 mit dem Millennium, mit dem tausendjährigen Reich, Jesus König der Welt und es endet mit dem Millennium, Christus König der Welt. Mittendrin der leidende Christus, Kapitel 53, und Jesaja 54, die Gemeinde Jesu. Und weil Paulus das weiß von der Gemeinde Jesu, nimmt er den Vers hier, dieses Kapitel, Jesaja 54, und zitiert den hier, rühme du Unfruchtbare, für die Galater, wenn er von Hagar und von Sarah schreibt. Das ist groß. Das ist groß. Ja. Und dass das in Jesaja schon drin, dann würde das ja bedeuten, dass Jesaja schon vom himmlischen Jerusalem geschrieben hat und von der Gemeinde Jesu, ja natürlich. Dann hat Jesaja auch schon von Christus geschrieben, ja klar, zwei Kapitel vorher, Jesaja 53. Ja, dann hat Jesaja auch vom tausendjährigen Reich geschrieben, ja klar, auch schon. Es ist alles im Alten Testament, was wir im Neuen Testament finden. Und damit sind wir eigentlich am Schluss. Das ist ein Beweis dafür, für mich, dass die Bibel Gottes Wort ist. Weil ein Teil der Weltbevölkerung, die Juden, glauben nur an den ersten Teil der Bibel, wo aber alles drinsteht, was im zweiten eigentlich schon drin ist. Ja? Damit sind wir am Ende. Der Glaube Abrahams.